Dieser Baumstumpf und viele andere müssen raus aus dem Boden, damit die 18 Windräder hier im Reinhardswald wie geplant gebaut werden können. Eigentlich sollte die Rodung heute weitergehen, doch von Baggern, schwerem Gerät ist weit und breit nichts zu sehen. Baustopp für den Artenschutz. Sehr ärgerlich, besonders für ihn. Bauherr Ralf Paschold, für ihn kam der Richterspruch unerwartet. Weil wir hier vom Vorgehen her genauso vorgehen wie in vielen anderen Fällen Jahre zuvor auch. Aus unserer Sicht ist hier das Artenschutzrecht eingehalten. Deswegen ja, es überrascht. Geschützt werden soll hier unter anderem eine Art, die Haselmaus. Sie wird bis zu 35 Gramm schwer, 8 cm groß und bis zu 5 Jahre alt. Ganz offiziell hält sie bis heute, dem 16. Mai, Winterschlaf, nachweislich unter den besagten Baumstümpfen. Wenn sie jetzt in ihrer veränderten Umgebung aufwacht, muss ihr Umfeld, der nahegelegene Wald, attraktiv sein. Bestimmte Sträucher und Totholz muss es dort geben. Nur dann zieht sie dorthin auch um, wird erfolgreich vergrämt, sagen Biologen. Die notwendigen Anreize sind allerdings nicht vorhanden, sagt auch Naturschützer Bernhard Klug aus Trendelburg. Die Entscheidung des Gerichts zeigt aus seiner Sicht ganz grundsätzliche Mängel. Die sogenannte Umsiedlung von streng geschützten Tierarten unterliegt ja bestimmten Kriterien. Und diese Kriterien, dieses Schutzkonzept, was der Projektierer zusammen auch mit Unterstützung des RP entwickelt hat, ist absolut unzureichend für eine Lösung. Nicht zum ersten Mal haben kleine Tiere große Bauvorhaben in Hessen gestoppt. Der Kammolch beispielsweise. Schon vor über 10 Jahren blockierte er mehrfach den Weiterbau der A44 von Nordhessen in Richtung Thüringen. 2019 in Frankfurt-Sindlingen. Hier verhindert der Feldhamster die Erschließung eines Baugebiets unter anderem für 2000 Wohnungen. Der Rotmilan. 10% seiner weltweiten Population lebt in Hessen. 2021 legt er den Bau eines Windparks nahe Langenthal in Nordhessen still. Zurück im Reinhardswald, zu hier lebenden Haselmaus und Ralf Paschold. Letzterer will sich nun fachmännischen Beistand holen. Von diesen Experten versuchen wir eine Expertise zu erlangen auf diesen Flächen, dass sie die Flächen vor Ort in Augenschein nehmen, um dann unsere Position entweder zu stützen oder eine Idee haben, wie wir im guten Miteinander zum Schutz der Haselmaus auf diesen Flächen umgehen. Eigentlich sollten die Windräder 2023 den ersten Strom liefern. Ob der Bau des bislang größten hessischen Windparks doch noch fortgesetzt werden kann, ist unklar. Klar ist, Umweltschützer haben auch schon andere geschützte Tierarten hier entdeckt.